Ich denke, dass wir auf zwei Sachen geachtet haben. Erstmal der jetzige Leistungsstand der Spielerinnen, das Zusammenspiel, aber vor allem auch die zukünftige Perspektive. Wir wollen ja auch was aufbauen für die Zukunft. Darauf haben wir geschaut auf allen Positionen. Und in der Woche selbst haben wir natürlich an das weitere Zusammenspiel der Mannschaft gearbeitet, sowohl in Abwehr wie in Angriff. Erstmal im Torgut haben wir Dina Eckler und Isabel Roch als Torhüterin 1 und 2. Die haben sich in den letzten Turniere und Spiele immer wieder erwiesen, machen auch in der Liga gute Spiele. Und dann haben wir natürlich gesucht, wer könnte als dritte Torfrau mitfliegen, weil wir in Japan eben eine Reservetorfrau vor Ort haben müssen, weil wenn was passiert, dann müssen wir direkt umschalten können. Da hat sich, finde ich, Ann-Kathrin Gierig über ihre Leistung beim Thüringen HC empfohlen und somit haben wir auch uns für sie entschieden. Ja, Entscheidungen auf der Position sind immer schwer, weil man jemandem erzählen muss, sie fährt nicht mit zu einem Großturnier. Und das ist immer eine Enttäuschung, egal wie es läuft, egal wie klar vielleicht die Verhältnisse sind. Die Zielsetzungen sind natürlich Hauptrunde erreichen, Olympia-Qualifikation weiterhin beibehalten, die Möglichkeit dazu. Aber es gilt, wie in jedem Turnier, das Spiel vom ersten zum nächsten Spiel anzugehen. Und wir fangen mit Brasilien an. Wir werden auch die ganze Woche davor uns wirklich intensiv auf dieses Spiel vorbereiten, aber immer basiert auf unserer Spielanlage, wie wir spielen wollen und wie das am besten passt gegen Brasilien.